Wie auch immer, ich wünsche allen Anwesenden einen guten Abend. Passt auf euch auf. Ja, euch. Den Typen kennen wir noch gar nicht. Ja, aber dieser hässige Popelfresse kennen wir, er ist guter Mann. Du kommst auch mit. Lass uns nach Hause gehen. Wer bist du eigentlich? Wer will das wissen? Na, das ist ja herrlich. Ich würde sagen, ich und der Herr unter Gasmaske. Sonst wäre nicht stehen geblieben. In einem Land, wo ich herkomme. Ich bin der Meinung, wir hatten alle ein gewisses Interesse daran. Vor, bevor man andere nach dem Namen fragt. Na gut, dann guten Tag. Ich, ups, bin ausgerutscht, nein. Bin der Dimitri. Freut mich angenehm. Mein Name ist Ivan. Guten Tag, mein Name ist hier nicht wichtig. Fiona? Ja, da bist du jetzt gekommen, um mir den letzten Rest. Ja? Hey, Ivan. Willst du vielleicht eine kleine Packung weißes Pulver? Sehr gute Qualität. Ich pump mich nicht mit diesem Scheiß voll. Ich schwöre dir, du bleibst zwei Nächte lang wach und hast Kraft für hunderte Kilometer. Eine Line. Das Wasser gibt es dazu, Kundenrabatt. Komm. Einmaliges Angebot. Tüte und Messer. Für nur... Du hast noch heute Nacht Zeit, dich zu entscheiden, mein Sohn. Ich muss ja dankend ablehnen. Ja? Du weißt ja gar nicht, was du verpasst. Glaub mir, es ist der Shit. Jonas, kannst du Ivan die Antibiotika-Tabletten geben, die mir da abgegeben sind? Ich soll ihm die Tabletten geben. Okay. Bitte. Ich habe noch eine Frage, eine allerletzte für heute. Ja, ich bitte nicht den Kopf abreißen von daher. Hörst du mich reden oder bist du taub? Du hast deine Frage nicht gestellt. Hörst du dich gerne reden oder kannst du gleich zur Sache? So gefällt's mir. Du gefällst mir sehr, du hast so etwas an dir, das ich auch hatte, vor ungefähr 5 Jahren. Nun, die Sache ist dir. Meine Frage lautete, gehörst du einer Gruppierung an, oder bist du Alleingänger und verloren? Ich würde sagen, verloren und Alleingänger. Mach deine Hände weg von ihm da hinten. Beantworte bitte meine Frage. Warum so aggressiv? Ich würde ja sagen, wir
Das kommt auf die Umstände drauf an, ob ich alleine bin oder auch nicht. In gewissermaßen ist niemand jemals alleine. Eine weise Antwort von einem weisen Mann, der sein Mundtuch so schlimm trägt, dass er aussieht zum Teil, als ob es eine Frau wäre mit einem Tischtuch. Einer aber, ich muss sagen, die Antwort ist klug. Respekt dafür. Aber kannst du etwas präziser sein, sonst muss ich weitere Fragen stellen und darauf habe ich heute keinen Bock. Oder keine Ahnung, wie das grammatikalisch heißen muss. Ich bin nie der Freund gewesen, die ganze Zeit mich nur ausfragen zu lassen. Beantworte du mir doch eine Frage. Glaubst du an Gott? Ich glaube sehr wohl an Gott. Wenn du willst, können wir etwas diskutieren über Gott und die Welt. Am Ende sieht man dich, wie du diesen Feldweg kriechen wirst, weil mein Gott viel stärker sitzt als dein Gott. Fiona? Ich glaube ja. Ja, ich glaube schon. Das kann doch nicht wahr sein, dass er in dieser Situation nach Gott gefragt hat, dass er mal wieder so typ. Aber bevor wir zu dem Thema mit Gott und sehen. Ich kann echt nicht mehr. Was? Warte, beruhig dich. Wiederhol nochmal die letzte Frage. Ich glaube. Ich weiß nicht, was du damit meinst. Ich habe die Frage, glaube ich, akustisch nicht verstanden, bevor du etwas tust. Soll ich mich einmischen, ja oder nein? Ach, wen will ich sehen? Ich halte dich für einen nicht besonders dummen Mann, auch wenn du dich versuchst für einen zu verkaufen. Du willst mit mir über Gott diskutieren, ja? Bedenke, ich aber. Deine Frage war zuerst, ob man jemals alleine ist. Und ich habe gesagt, in gewissermaßen ist man nie alleine. Möchtest du tatsächlich jetzt mich mit deinen komischen Gestalten hier, deinen kleinen Kläffern hier in die Zange nehmen? Pass auf, was du sagst. Oder nimmst du die über die Jungs? Pass auf, was du sagst. Du bist nicht in der Lage, so zu reden. Vor allem, wenn wir in der Übermacht sind. Mit einem Fadenkreuz auf dein Kopf. Stell nochmal deine Frage. Bist du nicht in der Übermacht, mein Freund? Ich glaube, das eskaliert gerade. Ich glaube, du hast Wahnvorstellungen, aber ich ja, möchte keinen ich glaube, Streit. Stell nochmal die Frage, aussehen. Mit wem ich gesehen haben soll. Ich habe dich gefragt, ob du so weitermachen willst und bald dein Gott sehen möchtest. Mit was weitermachen? Mit deiner respektlosen Art mir gegenüber. Ich habe nur gefragt, ob du in einer Gruppe bist oder nicht. Und ich habe dir geantwortet. Was ist daran respektlos? Ich glaube, du hast eine verschobene Realität von respektlos und sonst was. Ich habe dich weder beleidigt, noch was anderes. Du hast meine Männer beleidigt. Verstehst du den Sinn? Ich soll besser nicht einmischen, komm. Ich kann nicht, Fiona. Du weißt warum. Doch, du kannst wegen Claire. Also hopp. Kann ich nicht. Die Sache ist hier, du kennst nicht den Hintergrund. Wir hatten heute hier ein Ereignis. Verstehst du das? Dann sei einfach ja, bis dahin kannst du mir folgen. Sag doch einfach, wie du suchst. Nein. Ja, wir suchen jemanden. Darum wollte ich wissen, ob du in einer Gruppe bist oder nicht. Du drehst den Spieß um, redest von Gott und der Welt. Und dann beleidigst du meine 4, 5 Männer, die heute mit mir sind. Hast dabei eine Pistole in der Hand. Wir haben... Naja, ich habe heute 2 Menschen schon getötet. Ich habe keinen Bock auf Stress. Ich bin nett, ich bin höflich, ich mag die Stadt. Darum... Ich möchte meinen Gott nicht vorzeitig sehen.
Na, dann sehe ich, wir kommen. Die Frage ist, möchtest du deinen Gott vorzeitig sehen? Antworte. Nimm die Waffe runter. Antworte. Epi, nimm die Waffe runter. Besser für dich. Jetzt bist du in meiner Lager. Gebe mir eine gute Antwort. Ich bin Gott. Klär, hoff. Falsche Antwort, Motherfucker, würden die Amerikaner sagen. Und ich lebe, und du bist tot. Es gibt nur einen Gott, und das ist meiner. Suka, Bliet, Jemenesei. Ich bitte alle, ein bisschen Abstand zu halten, damit meine...